Ich glaube, ich habe den falschen Avatar The Way of Water Film runtergeladen, aber am Ende hat er wirklich Spaß gemacht. Achtung, das sind die Hungerspiele. Katniss ist mit dem Bogen im Wald auf der Jagd. Sie sieht einen Vogel und will ihn erledigen. Plötzlich wird sie von einem Freund Dale überrascht und Katniss verfehlt ihren Schuss und tötet versehentlich den Zauberer von Oz in seinem Heißluftballon. Katniss und Dale entspannen sich am See, wo Dale Katniss ein Knebelbrot anbietet. Katniss kann aber nicht so fest zubeißen und bricht sich die Zähne dabei. Dale findet das lustig und lacht, aber nach einer Weile seufzt er und sagt, dass sie von hier weglaufen könnten. Katniss kann wegen ihrer Mutter nicht weggehen und Dale stimmt ihr zu, weil er seine längst verstorbene Großmutter ernähren muss. Katniss spricht über die Sinnlosigkeit, in dieser verrückten Welt Kinder zu haben, und dann hört man überall eine süße Stimme, die ankündigt, dass bald eine wunderbare Todeslotterie auf dem Platz stattfinden wird. Katniss erwähnt etwas über diejenigen, die zu viel Angst haben, an den Hungerspielen teilzunehmen und sich absichtlich verletzen. Im Distrikt 12 sind die Menschen am Ende ihrer Kräfte, wissen nicht, was sie essen sollen. Die Kühe haben keine Milch mehr und Harry Potter und seine Freunde aus Hogwarts werden ebenfalls zu der Versammlung geschickt. Katniss findet ihre Schwester und erzählt ihr, dass das Huhn der mutigste Vogel ist. Und um das zu beweisen, sticht sie sich mit einem Hühnerstift in die Handfläche. Eine nette Dame mit rosa Kleid und einem Obstsalat als Hut begrüßt die Hungernden zu den 75-jährlichen Hungerspielen. Sie zeigt ihnen ein Video ihres geschätzten Anführers, Präsident Snowballs. Snowballs ist ein böser, wirklich böser Mann. Als er ein kleiner Junge war, tötete er seine eigene Mutter, weil sie vergessen hatte, die Kruste von seinem Erdnussbutter-Sandwich zu schneiden. Und sein einziger Facebook-Freund ist Mel Gibson und er verriet oft das Ende von Filmen, ohne vor Spoilern zu warnen. Präsident Snowballs sagt, dass die Demokratie nicht funktioniert und um zu zeigen, wie böse und nervtötend er ist, hat er die Hungerspiele eingeführt. Zwei Kinder aus jedem Distrikt werden ausgewählt, um einen blutigen Wettbewerb zu spielen, bei dem es nur einen Überlebenden gibt. Der Gewinner bekommt einen alten Schinken, einen Gutschein für Subway und eine teilweise aufgegessene Gurke. Wahrhaft großartige Geschenke. Die Dame im rosa Kleid beginnt, die Teilnehmer auszuwählen. Die ersten drei Namen sind Wortspiele und die Menge macht sich darüber lustig. Aber die Dame ist wütend und hört auf zu lachen. Sie zieht nun Petunias Namen und Katniss feiert, weil sie nicht ausgewählt wurde. Sie merkt jedoch zu spät, dass ihre Schwester ausgewählt wurde und meldet sich freiwillig. Präsident Snowballs kümmert sich um seine Rosen, als er von Celestia, dem Verantwortlichen für die Show, ein Update über die Teilnehmer der letzten Spiele erhält. Er will nicht, dass Katniss gewinnt und tötet lächerlicherweise seinen Gärtner. Bei der faszinierenden Show der Hungerspiele trifft Katniss ihren Stylisten Cinnamon, die sie mit Patricia, ein Mädchen aus Sektor 3, verwechselt. Peter wird interviewt und spricht über seinen Schwarm Marco, eine dumme Strategie von ihm. Katniss ist wütend auf ihn, aber dann ist sie an der Reihe. In einem Video stellt sie sich und ihre Familie vor, ihre Schwester, ihre katatonische Mutter und Dale, ihren Freund. Katniss betritt die Bühne und ist umwerfend, dass ihr Kleid buchstäblich Feuer fängt. Schnitt auf das Spielfeld, wo die Teilnehmer darauf warten, zu ihren Waffen und Vorräten zu laufen. Zwei unbedeutende Teilnehmer, das LMFAO-Duo, werden in die Luft gesprengt, weil sie von den Plattformen weggegangen sind. Bei Null beginnen schließlich die Spiele. Die Teilnehmer bringen sich gegenseitig auf spektakuläre Weise wegen einem Rucksack um. Katniss schnappt sich einen von einem hartnäckigen Gegner, der sich hartnäckig weigert zu sterben. Sie bekommt ihn und rennt vor den anderen davon. Wobei sie versucht, niemanden zu töten und Selig wirft viele Hindernisse ein, um sie aufzuhalten. Katniss weicht den Flammenbällen, den Früchten und den sprechenden Orangen aus und flieht. Sie klettert auf einen Baum, um den anderen Teilnehmern auszuweichen und sieht Peter, der ihnen hilft, Katniss zu finden. Marco, der Favorit auf den Sieg, trifft eine Piñata und isst mit seinen Freunden Süßigkeiten. Katniss schimpft mit Peter, der sagt, er habe endlich neue Freunde gefunden. Da sie nicht an sie herankommt, beschließt Marco, unter dem Baum zu warten. Ein kleines Mädchen namens Ruby weist Katniss auf einen Bienenstock hin. Katniss reißt den Bienenstock nieder und vertreibt Marco und seine Freunde, wird aber auch gestochen. Da sie nun unter den Halluzinationen leidet, sieht Katniss vier Regenbögen und wird in eine Navi aus dem Film Avatar verwandelt. Sie trifft einen männlichen Navi und hütet alle Seenwächter, die um sie herumschweben. Katniss erfährt, dass die seltsamen Viecher die Seelen der vorherigen Navi waren. Sie fragt sich, was die Navi sind, und das männliche Gegenstück erklärt ihr, dass sie eine freie und stolze Rasse sind, die vom James Cameron erschaffen wurden. Lol. Das Navi-Männchen schlägt Katniss daraufhin vor, sich mit ihrem Hahn zu verbinden, um einen Navi-Style zu machen. Katniss geht darauf ein, aber sie steht immer noch unter dem Einfluss des Bienenstichs und reißt sich zusammen, als Ruby sie ohrfeigt. Ruby schlägt vor, Marco und sein Team mit einem Bogen anzulocken, aber Marco ist zur Stelle und hört alles mit. Katniss wird wieder von Marcos Schlägern gejagt. Sie wird auf eine Lichtung in die Enge getrieben und studiert wie Sherlock Holmes die Schwachstellen, bevor sie angreift und alle tötet.
Der schlaue Marco taucht auf und versucht, Katniss zu erstechen. Es gelingt ihm jedoch nicht, als der Schiedsrichter zur Halbzeit pfeift. Nach dem Tanz der Cheerleader kommentiert Katniss vor der Kamera ihre hervorragende Leistung und setzt sich mit Marco auf die Bank. Zu Beginn der zweiten Hälfte nehmen Marco und Katniss ihre Position wieder ein. Marco hebt erneut sein Messer, aber Katniss wird von Ruby gerettet, da Marco ins Bein tritt. Dale ist darüber wütend und ruft die Menschen dazu auf, sich gegen das sadistische Regime, das sie unterdrückt, aufzulehnen. Aber der Werbespot für einen Burger ist, in dem so ziemlich alles drin ist, lässt jeden Gedanken an die Rebellion erstmal wieder verstummen. In der Zwischenzeit trinkt Präsident Snowballs einen Kaffee und teilt Celestia den Auftrag des Starving Games mit. Katniss hört das und beschließt, nach einer langen Debatte sich mit Peter zusammenzutun, um Marco auszuschalten. Sie findet Marco, der in einer Torte versteckt ist, und gemeinsam machen sie sich auf den Weg, um Marco zu finden. Aber Peter ist von einer missglückten Haarentfernung verletzt und Katniss bringt ihn in eine Höhle, um sich auszuruhen. Peter gesteht Katniss seine seltsame Liebe und Celestia schickt ein Gericht mit Suppe und Anweisungen, wie man romantischer sein kann, damit die Show kommerzieller erfolgreicher wird. Trotz Dales Einwände beschließt Katniss mitzuspielen und macht mit Peter rum, obwohl sie von Gandalf und den Zwergen unterbrochen werden, die auf dem Weg zu den Nebelbergen sind. Die Liebesszene zwischen Peter und Katniss frustrieren Dale so sehr, dass er am nächsten Tag die Bühne der Show infiltriert. Katniss und Peter suchen nach Marco und Marco sucht nach ihnen. Schließlich finden sie sich, aber bevor sie etwas tun können, schickt Celestia die Expandables rein, um ein größeres Finale zu haben. Hasta la vista, Baby! Sie zielen mit ihren Waffen auf Katniss, Peter und Marco, aber Dale rettet sie, indem er alle Expendables tötet. Katniss wundert sich über Dales Anwesenheit und ärgert sich über seine übertriebene Eifersucht, obwohl sie ihn vor Millionen von Zuschauern betrogen hat. Plötzlich packt Marco Peter und droht ihn, ihn zu töten. Katniss lässt sich aber nicht unterkriegen und schießt Marco ein tolles Baguette durchs Auge, das ihn endgültig tötet. Ja, Katniss und Peter haben gewonnen, aber Celestia ändert die Regeln wieder und sagt, dass es nur einen Gewinner geben kann. Peter sagt, dass sie beide sterben können und die Pläne des Kapitols ruinieren. Er zeigt Katniss ein paar giftige Bären, aber sie tötet ihn mit einem Pfeil und macht damit den ganzen Unsinn ein Ende. Nach ihrem Sieg trifft Katniss die Avengers. Nick Fury bietet ihr eine Stelle bei den Avengers an und überstimmt damit Hawkeye. Katniss akzeptiert, aber die Avengers sind alle in die Luft gesprengt, wie sie von ihren Plattformen. Und das war's auch schon. Oder vielleicht auch nicht? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert auf den Kanal für täglich neue Videos und ich wünsche euch noch einen verdammt guten Tag.